Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Motto heute, ich kann es euch schon mal verraten, ist nicht kleckern, sondern klotzen. Warum, zeige ich euch gleich. Ich habe heute so eine kleine Minischere am Start. Mehr brauche ich nicht. Ihr seht schon, es ist ein sehr langer Karton. Also ihr seht, sehr, 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 sehr lang. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe jetzt quasi vor meinem Tisch und mein Handy ist auf der höchsten Stufe hochgefahren, was mein Stativ so hergibt. Und der Karton ist wirklich lang. Und ich mache euch den jetzt mal auf, damit wir das Ganze mal befreien können. Und dann kann ich euch nämlich gleich mehr zu dem Bild zeigen, warum es heute das Motto ist. Das Motiv habt ihr schon gesehen. Das verrate ich euch auch gleich nochmal, wenn ich den Karton jetzt hier aus seiner Hülle befreit habe. Ja, es ist natürlich nicht ganz umweltfreundlich, wenn da Plastik drum ist, aber es schützt, weil wir kriegen jetzt wieder die kalte Jahreszeit, es regnet wieder und wenn die Kartons dann irgendwo abgestellt werden, dann habt ihr mit der Folie drumherum wenigstens ein bisschen Sicherheit, dass da nichts passieren kann. Also sprich, wenn das Paket auch mal draußen steht, ist das überhaupt kein Problem. Es weicht nichts durch. Deswegen finde ich es auch ganz praktisch. So, let's the pleasure begin. Wir haben von Karat Art heute unser Bild. Motiv habt ihr schon gesehen. Das zeige ich euch auch direkt mal drauf. Das sind noch alte Kartons. Erkennt man daran, weil hier standardmäßig kein Toolkit mehr dabei ist. Wenn ihr ein Toolkit haben wollt, dann müsst ihr euch das mitbestellen. Finde ich aber auch ganz gut, wenn man schon länger am Painten ist, dann hat man einfach viel zu viel Toolkits. Man kriegt, wenn man ein Toolkit mitbestellt, das könnt ihr auch immer alternativ tun. Wenn ihr noch gerade am Anfang seid und sagt, mehr, das bisher war das immer nicht so wirklich toll. Also, dann habt ihr einen Karton und da ist Folgendes drin. Einmal die Leinwand, einmal die Steinchen, ein Stift, eine Wachsschale, also ein Schiffchen und ein bisschen Silikonwachs. Das ist immer mit dabei. Wenn ihr euch das Set mit dem Toolkit bestellt, dann habt ihr auch quasi alles mit dabei. So, das Motiv, worum wir uns heute kümmern wollen, ist das hier. Und zwar von Anna Petunova Winterlight. Und ihr seht schon, wie groß das ist. Das ist nämlich 55 x 66 cm groß. Deswegen heute nicht kleckern, sondern klotzen. Heute wird es ein bisschen größer. Und da würde ich sagen, holen wir das Ganze mal raus. So, hier haben wir das Bild. Karton ist leer, den packe ich jetzt mal an die Seite. Und hebt euch die Kartons auf jeden Fall auf. Selbst wenn ihr mit den Bildern fertig seid, hebt euch die Kartons auf. Ihr könnt die Kartons hier an der Seite ja auch nochmal aufmachen und könnt ihn dann platt irgendwo liegen lassen. Wenn ihr nämlich mal irgendwas durch die Gegend schleppen wollt oder verschicken wollt, dann könnt ihr den Karton nämlich sehr, sehr gut wieder benutzen. Dann haben wir hier das gute Stück. Und ihr könnt schon eins erkennen, wir haben 65 Farben und wir haben, oh, eine Menge AB-Farben. Wir haben mindestens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 AB-Farben. Und darüber kann ich noch nicht gucken, das ist noch eingewickelt. Gucken wir gleich nochmal. Okay, wir haben hier wieder ein Döschen mit Wachs, das gibt es noch als Goodie dazu. Und einmal Washi-Tape, das Washi-Tape mag ich sehr gerne. So, da haben wir mal die Steinchen. Und dann haben wir die tolle Leinwand. So, da haben wir sie schon. Ihr könnt ein bisschen was erkennen. Und ich gehe jetzt mal mit euch. Ich glaube, ihr müsst noch irgendwo eine Legende rumschwirren. Ja, da ist sie. Die habe ich beim letzten Mal ein bisschen vernachlässigt, aber die haben wir auch schon so oft gezeigt. Das ist eine Legende mit Stickern drauf. Oh. Nein! Warum? Ups. Mir hat es meine Legende zerfetzt. Also meine Aufkleber. Okay. Also da hat es mir meine Legende kaputt gemacht. Okay. Nee, das hält auch nicht mehr. Ist jetzt nicht so schlimm, es ist nur eine Farbe. Die kann man zur Not auch noch selber schreiben. Ist die 7. Die zur Not mache ich mir die noch selber irgendwie drauf. Wir haben ja noch Ersatzsticker. Sticker hier unten, ne? Und da kann man sich die Zahl und das Symbol noch draufschreiben. Ich würde das dann genauso abschneiden und das dann einfach drunter kleben. Also da ist es beim Einpacken, ist es leider ein bisschen abgegangen. Passiert, aber ist nicht schlimm. So, da haben wir nochmal das Bild. Das könnt ihr auch in euer Journal kleben. Da ist nochmal
der Name drauf. Oben ist nochmal das Logo von Karat Art. Dann kommt das Bild, wie das heißt. Winterlight bei Anna Petunova. Die Größe haben wir nochmal. Wir haben eckige Steinchen. Oh, sehr gut. Ja. Und wir haben 65 Farben. Und jetzt können wir mal die AB-Farben zählen. Okay, wir fangen mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also die wir vorher auch gesehen haben, sind es auch jetzt 9 Stück. Ne? Von 57 bis 65 sind AB-Farben. Finde ich, ist aber bei dem Bild super. Jo, wie schön. Und das hat mir auch so gut gefallen. Ne? Also ich finde das vom Motiv her auch echt super, super schön. So, die Steinchen zeige ich euch nachher nochmal genauer. Aus dem Hintergrund, weil die sind im Druckverschlussbeutel und die sind der Reihe nach sortiert. Wenn ich euch gleich die Paintprobe mache und ich nehme die jetzt alle auseinander, suche ich nachher die Steinchen. Aber ich würde sie euch im Anschluss einfach mal zeigen, wenn ich so ein Stückchen gepaintet habe. Und dann kann ich euch da noch mal ein paar mehr rausholen, weil wenn ich sie dann wieder wegpacke, ist es auch total egal, ob die durcheinander sind. Weil wenn ich das Bild wirklich fertig anfange zu kleben, es ist ein komischer Satzbau, nein. Also wenn ich das Bild irgendwann wirklich weiterkleben sollte, sortiere ich mir diese Steinchen sowieso um. Ich painte eigentlich ungern und sehr, 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 sehr selten aus Druckverschlussbeuteln. Ich organisiere mir das entweder in einen Koffer ein oder in so eine 35-Slotbox, in eine 28er-Slotbox. Ich habe verschiedene Systeme hier. Aber ich painte so gut wie nicht aus Druckverschlussbeuteln. Aber für hinterher zum Aufbewahren super oder auch mülltechnisch super, weil ihr könnt die hinterher für alles Mögliche weiterverwenden. Also von daher ist das schon sehr praktisch. Ihr könnt mit den Steinchen auch anfangen, eure Sortierboxen zu bestücken und so weiter und so fort. Also ihr müsst die Tütchen tatsächlich nicht unbedingt wegschmeißen. Hier sind nämlich, ist nur die Larvennummer drauf. Dann ist die Farbe drauf. Hier sieht man noch, dass es eine AB-Farbe ist. Und 4,72, das müssten dann die Grammzahl sein. Ja. Mehr steht da nicht drauf. Ihr könnt euch natürlich die Symbole da noch drauf malen, wenn ihr aus Druckverschlussbeuteln paintet. Ihr könnt aber natürlich auch alternativ einfach die Sticker drüber kleben. Ne? Einfach Sticker nehmen, draufkleben, fertig. Und dadurch, dass sie schon schön sortiert sind, der Reihe nach, müsst ihr auch nicht lange suchen. Sehr praktisch an der Ecke. So, dann haben wir jetzt das schöne Bild. Machen wir das mal auf. So. Hui. So, da haben wir es. Der Vogel kommt schön raus. Ja, es ist sehr schön. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo die AB-Steine sitzen. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen mehr. Und messe euch das Bild auch nochmal aus. Aber ich kram jetzt erstmal die AB-Steine raus, okay? Also was haben wir? Wir haben Grüntöne, wir haben einen Lila-Ton, wir haben Gelbtöne, Rot-Orange, noch ein Grün und so ein... Der Ton ist schön. Weil der so ein bisschen auch die Körperfarbe hat. Ne? Der eignet sich sehr, sehr gut als AB. So, und dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal, wo die hinkommen. Aber zuerst messe ich euch das Bild einfach mal aus. Heute ist auch wieder das pinke Maßband am Start. Und ihr müsstet von der Optik her genau richtig sein, dass ihr mitgucken könnt. Wir haben hier eine Breite von, liegt es richtig an, ja, kaum von 54,9. Ein Millimeter ist total egal, geht auch tatsächlich gar nicht. Ein Millimeter mehr oder weniger, ja, schwierig. So, dann haben wir die Länge. Da wird es schwierig mit mitgucken. Da haben wir 64,23, so in der Ecke. Ja. Ja. 55 mal 66 ist ausgeschrieben, aber ein bisschen Verschnitt ist immer eigentlich bei den Bildern. Also ich habe noch nie ein Bild gehabt, was exakt auf den Millimeter die Größe entsprochen hat. Aber das finde ich jetzt auch völlig okay. So. Dann zeige ich euch mal den Druck. Ich gucke nochmal parallel mal mit drauf. Die hell auf hell kann man ganz gut erkennen. Ist jetzt nicht tragisch. Wobei ich da halt mir auch eher gewünscht hätte, dass man da schwarz druckt, weil macht einfach mehr Sinn, anstatt hell zu drucken. Aber ja. Es ist halt manchmal, wie es ist. Manchmal sind die Programme auch einfach so. Aber man kann es alles gut erkennen. Bisher ist noch nicht ein Symbol dabei, wo ich jetzt sagen müsste, jetzt kann ich aber nicht gut sehen. Guck
Gucken wir mal da unten. Da sieht es aber auch gut aus. Jo. Nö, sieht gut aus. Druck passt. Und dann lasst uns noch mal schauen, wo die AB-Steinchen hinkommen. Also, wir haben diese, hier in der Flamme sitzen welche. Das ist diese Farbe, die dort sitzt. Ich gucke mal kurz, was das hier für ein... Das ist einfach nur ein Strich. Das ist die normale, also in der Leuchte hier sind einmal die normalen Steine von der Farbe und einmal die AB-Farbe drin. Dann haben wir... Hier unten sitzt sie auch nochmal. Also sie sind verteilt im Bild, ne? Also in Leuchtpunkten sind nochmal welche drin. Hier zwischendurch, also immer so mal so verteilt, aber das ist so eigentlich der Hauptaugenmerk, so hier in der Kerze. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Die 961, das ist das große G. Das haben wir tatsächlich hier in diesen Kirschen, hätte ich jetzt zweimal gesagt. Na, also hier in den Früchten, hier ist das G drin, auch sehr, sehr gut. Dann haben wir das Lila. Was haben wir da? Da haben wir ein M. Okay, jetzt wird's knifflig. Puh. Tatsächlich finde ich das jetzt auf Anhieb hier im Hintergrund. Hier im Hintergrund haben wir ein bisschen M. Also hier unten ist ein bisschen M. Okay, Hintergrund passt aber für mich. Ist okay. Sonst habe ich es jetzt auf Anhieb tatsächlich nicht gefunden. Dann haben wir die 741. Das ist so ein Rückwärtspfeil. Der ist auch hier in der Kerze drin und hier oben im Licht. Auch gut, weil auch da die Beschichtung sehr toll ist von der Farbe. Dann haben wir Grün. Ich nehme euch mal die drei Grüntöne jetzt. Das sind die drei Grüntöne, die wir haben. Und dann schauen wir mal, was wir da haben. Einmal so vier Punkte, zwei Punkte und so ein Anker. Okay, oh, das wird schwierig. Ui, ui. Punkte, zwei Punkte. Okay, der Anker, den habe ich gefunden. Der Anker ist tatsächlich hier unten. Hier und auch hier drin. Der Anker ist die Farbe. Das ist so ein etwas gräulicher Grünton. Jetzt muss ich die anderen zwei noch finden. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Schaut mal. Also, wir haben hier welche. Das sind die Doppelpunkte. Das ist die 307. Nee. Oh, die 307. Ha, die habe ich gefunden. Das ist gelb. Was habe ich denn vorhin geguckt? Ha, das Y. Also, ich habe jetzt nach den gelben Ausschau gehalten. Ist natürlich auch doof, ne? Gelb ist dann hier natürlich drin. Und hier oben in den Blättern so ein bisschen. Jetzt gucken wir aber mal wirklich nach der 704. Das ist das Y. Und das ist hier in den Blättern drin, ne? So wie ich es mir vermutet habe. Und auch hier unten in den Blättern. Und jetzt noch die 166. Boah, was ist das? Die drei Punkte. Die drei Punkte ist tatsächlich schwierig zu sehen. Aber auch hier unten drin, also die vier Punkte. Hier unten im Blatt. Hier ein bisschen im Blatt. Dann haben wir sie hier im Blatt. Hier oben im Blatt. Also so ein bisschen in den Blättern drin. So. Dann haben wir die letzte Farbe. Das ist das Rot. Und auch das ist in den Früchten drin. Hier unten, hier und hier. Und natürlich auch hier oben. Und ein bisschen im Vogel ist es auch drin. Unten in dem roten Gefieder. Da ist auch ein bisschen von dem Rot drin. Ich finde, bei dem Rot darf man tatsächlich nicht übertreiben, weil es halt keine echte Rotbeschichtigung ist, sondern eher so ein bisschen, ja, also schillernd pink. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Bei der Farbe darf man halt auch nicht übertreiben. Glaube ist ganz gut von der Wahl her. Kommt, glaube ich, ganz gut. Ich bin mal gespannt, was gerade auch hier mit der Flamme. Ja, ansonsten gefällt es mir aber. Gut. Also ansonsten würde ich somit jetzt erstmal fein. Habe ich euch irgendwas verschwiegen?
Druck habe ich euch gezeigt. Ich habe euch die Anzahl gezeigt. Ausgemessen haben wir es schon. Lasst mich kurz überlegen. Eine Sache kann ich vorneweg noch sagen, bevor wir weitermachen. Mit Janine X könnt ihr 10% sparen, aber das könnt ihr immer tun. Und wenn ihr weitere Rabatte wissen wollt oder ihr euch später nicht mehr erinnern könnt und sagt, wie war das denn? Ihr könnt einfach auf meiner Seite www.janinex.de unter News, unter Coupon gucken. Und dann habt ihr eine eigene Couponseite, wo alle Coupons aufgelistet sind, auch natürlich die von Karat Art. Und dann müsst ihr euch das nicht unbedingt aufschreiben oder merken, müsst euch nur den Zugang zur Seite merken. Den könnt ihr euch auch abspeichern und dann habt ihr immer die aktuellsten Coupons an eurer Seite. Genau. Und die Steinchen zeige ich euch natürlich dann gleich, nachdem ich ein Stückchen gepaintet habe, weil ich es mir ein bisschen leichter machen kann mit den Farben beim Raussuchen, wenn ich hier gleich painte, weil ich dann natürlich einen besseren Zugriff auf die Farben habe und muss da nicht ewig rein rumsuchen. Dann geht die Paintprobe nämlich auch ein bisschen flotter. Und ich überlege gerade, wo ich euch die Paintprobe mache. Ich habe auch schon eine Idee und deswegen lasst euch überraschen. Wir sehen uns im Anschluss wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. So, ihr seht das Stückchen, was ich gemacht habe. Oder seht ihr das überhaupt? Das ist so krass. Das fügt sich so schön in diesen Vordruck ein. Das ist Wahnsinn. Also es ist tatsächlich richtig, richtig gut geworden. Und auch die Kombination mit den AB-Steinen. Ich räume mal kurz ein bisschen was beiseite, sonst kann ich es euch nämlich nicht zeigen. Und dann kann ich euch gleich die Steinchen nämlich noch zeigen. Und das Ergebnis ist wunderschön geworden. Guckt euch mal die Glanz an. Wir haben hier auch AB-Steinchen drin. Könnt ihr sie sehen? Vor lauter Glitzern ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach. Huch. Also, ich zeige euch das mal mit einer Pinzette. Das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also, ich muss jetzt selber erstmal gucken. Das sind AB-Steine hier. Das. Und hier unten haben wir ein bisschen AB-Steine. Also, ich, ganz ehrlich, die Steine glitzern alle so doll. Das ist total schwierig zu entscheiden, wo AB-Steine sitzen. Hier daneben sitzen übrigens auch noch AB-Steine. Da sind auch noch welche. Hier daneben. Aber zum Beispiel diese Steine hier, ne? Das sind keine AB-Steine. Hier. Auf der Ecke sitzen keine AB-Steine. Aber schaut mal, wie die glitzern. Wahnsinn. Also es sind auf jeden Fall Harzsteine. Für die, die sich gefragt haben, was wir hier für Steinchen haben, weil ich sie euch ja noch nicht gezeigt habe. Wir haben auf jeden Fall Harzsteine. Und ich finde, das sieht super aus. Na, also es ist richtig toll geworden, hier unten die Ecke. Richtig, richtig schön, da ploppt auch nichts hoch. Was ich auf jeden Fall euch empfehle, wenn ihr eckige Steinchen habt, geht immer noch mal mit einer Rolle drüber. Ich habe hier solche kleinen Gummirollen, hier solche Rollen. Die sind zwar schon ein bisschen ausgeblichen, aber das tut der Funktion gar keinen Abbruch. Die gibt es auch für Minigeld in meinem Shop. Aber erst ab Januar wieder. Und damit gehe ich auch tatsächlich noch mal rüber. Normalerweise nicht mit der Folie drauf, sondern ohne Folie. Aber dadurch, dass ich jetzt hier noch ein bisschen was zum Kleben habe, ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ich gehe immer noch mal drauf, um wirklich alle Steine gut anzudrücken, damit die auch nicht hochkommen oder damit die auch sich richtig reindrücken, wenn mal einer doch nicht richtig reingedrückt wurde. Manchmal ist man ja so im Setzfieber und dann drückt man einen vielleicht nicht richtig rein und dann ist der noch ein bisschen drauf und dann kann man damit einfach alles festdrücken. Aber sehr, sehr schön. So, bei mir sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Schaut mal, also die Steinchen habe ich alle benutzt. Ich habe hier nichts mehr offen. Die Steinchen habe ich alle benutzt. Das sind so lila, blau und grautöne. Tatsächlich so richtig schöne Steine. Es sind auch alles Hartsteine. Also bei den Künstlerbildern habt ihr auch immer Hartsteine dabei. Bei der aus den normalen, also die normalen Bilder, was jetzt keine ausgewiesenen Künstlerbilder sind, wofür aber die Lizenzen da sind, da haben wir
ich glaube, teilweise noch Acrylsteine. Liebes Karat-Art-Team, wenn ihr dieses Video seht und es aufklären könnt, ob ihr da immer noch Acrylsteine habt oder ob ihr da auch auf Harz umstellt, lasst es mich gerne wissen. Dann kann ich euch das vielleicht noch unten als Kommentar reinsetzen. Ansonsten, vielleicht kann Karat-Art sich auch dazu äußern und hier unten einen Kommentar reinschreiben. Vielleicht weiß es aber auch der ein oder andere und hat schon mal mit Karat-Art gesprochen. Also ich weiß, dass die Künstlerbilder auf jeden Fall immer Harzsteine haben. Bei den normalen Bildern kann es sein, dass das Acrylsteine sind, aber auch die sind von der Qualität her, finde ich, nicht schlecht. Ich hatte ja ganz am Anfang da mal welche vorgestellt und ich fand die gut. Die waren jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. So, das sind nochmal die anderen Steine, die ich schon hatte beim Painten. Und jetzt kann ich euch die auch mal rausholen. Ja, wir haben jetzt so eine Rottöne. Dann habe ich hier noch so für Rottöne draußen gehabt. Mit denen habe ich alle gepaintet, ne? Auch mit der schönen Farbe. Und die ist auch toll. Und die funkeln alle. Also mit denen habe ich schon gepaintet. Den jetzt nicht, aber das sind die AB-Steine. Die lege ich kurz beiseite. Was haben wir denn noch an Steinchen? Schaut mal. Wir haben hier noch Blautöne, Grüntöne, Grautöne, Gelbtöne. Noch mehr so grünliche Töne. Nochmal Gelb, ein bisschen Orange, Braun. Na, komm her. Dadurch, dass ich jetzt eher schon welche rausgeholt habe und die nicht wieder einsortiere, hole ich euch die Steinchen raus. Die packe ich gleich wieder rein. Und dann kommt das ganze Bild gleich auch wieder in den Karton, damit da nichts dran kommt. Und dann kann ich den Karton nämlich oben auch auf dem Schrank verstauen. Ja, und die Steine sind echt super schön. Ja, ganz, ganz viele Steinchen. 65 Tütchen. Die waren sortiert. Jetzt sind sie nicht mehr sortiert. Sorry, da habe ich mich an meine eigene Spucke verschluckt. Ja, sollte man nicht machen, ne? So, das ist wie, ja, kennt ihr das, wenn man so Milch trinkt und man sich dann verschluckt? Als Kind ist mir das schon häufiger mal passiert. Wenn man sich dann verschluckt hat, dass das dann durch die Nase kommt. Richtig ekelhaft. Boah. Spucke verschlucken geht immer noch, ist aber auch nicht so angenehm. Gut. Ja, jetzt räume ich die wieder ein. Mein Gott, ich bin noch ein bisschen konfus. Also das mit dem Verschlucken hat mich gerade ein bisschen gekillt. Aber ja, passiert. Ist auch nicht schlimm. So, und dann kann ich das alles schön wegräumen. Und ja, dieses Jahr gibt es nichts mehr von Karat-Art. So, zumindest von den Künstlerbildern her nicht mehr. Das nächste Kooperationsbild mit Karat-Art wird erst nächstes Jahr sein. Also ihr habt jetzt im Dezember mit Karat-Art ein bisschen Ruhe, zumindest bei mir. Aber es kommen natürlich noch ein paar Kollektionen. Und da schaut euch doch gerne mal auf den anderen Kanälen um, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt und sehen wollt, was da noch an Bildern bei rumkommen. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei den Kollegen einfach mal dabei seid. Ne? Es gibt ja viele, die auch die Karat-Art-Bilder vorstellen. Und ja, da ist, glaube ich, für jeden auch ein bisschen was dabei, glaube ich. Ich finde es halt gut, dass es halt auch mal so Motive sind, die so ein bisschen alltagstauglicher sind und nicht immer nur so Comic und Manga und Püppis und so, ne? Also ich merke, manchmal finde ich die auch ganz cool. Manche, ich bin ja nicht unbedingt der große Fan von, aber das ein oder andere Bild, wisst ihr ja, habe ich auch schon. Aber ja, tatsächlich ist das so, dass ich das zum Beispiel ganz cool finde. Also mal was anderes zwischendurch, ne? Aber es sind halt Künstlerkollektionen. Und wenn der Künstler halt mal eher in die Richtung malt, dann malt der Künstler in die Richtung. Und wenn der Künstler in die andere Richtung malt, dann malt er in die andere Richtung. Das ist halt einfach so. Man kann halt nur gucken, dass man verschiedene Künstler in den Start kriegt. Und ich glaube, mittlerweile funktioniert der Mix tatsächlich richtig gut. Zumindest für mich persönlich tatsächlich. Und ich finde es gut. Ich zeige euch mal jetzt noch die anderen Bilder, die wir jetzt noch in der Kollektion mit dabei haben. Und ich würde sagen, sagt mir doch mal, was euer Favorit ist. Ich weiß gar nicht, wie groß die anderen Bilder sind, wenn ich ehrlich bin. Aber ist ja auch egal. Es kommt ja immer so aufs Motiv drauf an. Was bringt einem ein großes Bild, wenn man das Motiv nicht mag? Sind wir mal ganz ehrlich. Sagt mir doch mal, was euer Favorit ist. Ich würde mich da mal freuen, wenn ich von euch lese, was ihr mir so schreibt. Seid ihr eher bei dem Bild oder seid ihr eher bei den anderen Bildern? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So, und ich räume jetzt meine ganzen Sachen weg. Und dann geht's weiter, ne?
wie immer. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Habt Spaß, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.